Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativeverse. Ich bin Montag und vor mir steht der Donnerstag. Und der Samstag ist auch Du da. Bist Dienstag. Sag Nein, ich doch. Donnerstag. Ja, aber ich bin nicht Montag, ich bin du bist Dienstag. Dienstag, Ja. Genau, stimmt. Montag kommt ja gar kein Kreativerse. Nee, da kommt kein Kreativerse. Jetzt verwirrt mich doch nicht immer. Das war Absicht. Auf jeden Hallo Fall, Pixi. Hi Pixi, ist Martin läuft nicht durch dich durch. Das ist süß. Und geht schlafen. Tja. Gut, wenn ich unter deinen Beinen hergelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch danach umgekippt. Aber es ist nur, ein weil gemacht. Ich gerade Blähung, egal. Sowas, okay. Genau. Ja, Martin ist leider nicht mit dabei. Nein, leider nicht. Darum haben wir uns gedacht, wir gehen dann nicht in die Höhle, da wollen wir nämlich mit ihm zusammen machen. Wenn wir sterben, dann zusammen. Ja, wenn Martin davor sterben. Ja, wir lassen ihn immer vor. Nee, warte mal, wir sagen es jetzt nicht, was wir vorhaben mit Martin, weil sonst kommt er nicht mehr damit dabei, ne? Also Martin, ja, wir warten auf dich, weil du bist ja unser Höhlenforscher-Experte und du bist ja der Einzige, der das hinkriegt, weil wir sterben ja immer. Eben, wir sind nichts zu gebrauchen. Genau, und ja, eins wollte ich ja noch vorweg zeigen, bevor wir. Hallo Pixi, feines Pixi. Es gab Rotes nämlich über Pixie. Nur über Twitter, was? Ne? Über Twitter gab es das, über ich, Twitter, ne? Ja. Den Rainbownator 5000. Was ein geiler Name. Ja, so, das habe ich jetzt gesagt, so Claim. Oh, herstellen brauche ich nicht, ich kriege es sofort. Echt? Ja, du nicht? Nö, ich muss es bauen. Tada! Es ist ein verkapptes Einhorn. Ja. Oh, wie geil, das macht... Oh, das macht... Genau das vermute ich ja. Nee, ich sehe keine Regenbögen. Ach, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Ach, das ist so schön. Ach, ja, komm, hier gibt es auch noch... Aber es glitzert, wenn er es in der Hand hat. Halt mal still, bitte. Ja, das glitzert. Es glitzert, ja. Meins auch. Es... Sie kann doch nicht mir zugucken, sie guckt doch dir zu. Ja, aber sie sieht das ja. Ja, aber ich sehe das Bärchen durch... Durch meine Augen. Durch deine Augen. Ist das denn jetzt in meinem Equipment drin? Nee. Ich kann es nicht nachbauen. Nein? Nein. Ich kann es bauen. Echt jetzt? Ja. Hä? Wieso kannst du es bauen, aber ich nicht? Das weiß ich nicht. Liebe Creativeverse-Hersteller, warum kann er das machen, aber ich nicht? Also wenn ich reingehe, ich kann das normale Holzschwert bauen. Danach ja. kommt danach kommt der Rainbownator 5000. Bei mir nicht, bei dann mir. Dann kommt das Steinschwert, Eisen, Obsidianschwert, Eisenschwert, Diamantschwert und dann das Lumitschwert. Nee, bei mir ist das nicht drin. Was eine Reihenfolge. Ja, das Schwert kann nicht wirklich was. Aber es sieht, Es glitzert! Es sieht nach einem verkappten Einhorn aus. Ja. Es ist ein verkapptes Einhorn. Ja, es ist ein pink fluffy Unicorn. Das finde ich jetzt aber schade, dass ich das nicht machen kann. Das ist aber wirklich blöd. Ist ja blöd. Das ist jetzt aber echt blöd. Halt schön. Na egal. Auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Keine Ahnung, du kannst es ja noch nachbauen. Das heißt ich kann es also, bauen. Eben. Das heißt, das kannst du immer wieder haben. Ich kann es also immer wieder haben, wenn es kaputt ist. Juhu. Was haben wir vor? Wir haben vor, etwas zu bauen. Genau. Was auch sonst bei Creativeverse? Was auch sonst? So, ich wechsle mal erstmal auf ein anderes Schwert. Weil der Kollege kommt gleich mit dem Diamantschwert um die Ecke. Oh. Ja, tut mir leid. Ich brauchte die, weil wir ja für die Corrupted World so viel Sachen brauchten. Und da habe ich... Ach, komm hier. Ich mach mit. Besser. Nein, das benutze ich natürlich nicht, weil nee. Das ist scheiße teuer. Das ist scheiße teuer hier. Ach komm, ich nehme auch das Pink Fluffy Unicorn. Ja. Yeah. Jetzt haben wir endlich einen Grund, ein Pink Fluffy Unicorn ja. zu singen. Pink Fluffy Unicorn. Rainbow. Also, zurück zum Thema. Pink Fluffy Unicorn. Friss Regenbogen! Alter, wie lange du brauchst. Alter, wo bist du? Friss Regenbogen! Schaffst du? Kriegst du ihn? Ja, sicher.
Passiert was, also, wenn man es tötet? Nö. Also nur zur Info, durch den Patch R23, ja. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Kommen die Viecher nicht mehr auf die letzte Position des Spielers zugerannt, sondern laufen auf den Spieler zu. Könntest du bitte aufhören, mich zu hauen? Hä? Ich. Aber du bist gar nicht in meiner Gegend. Nein! Was ja auch irgendwie cool ist. Joa. Aber die laufen zumindest nicht mehr an euch vorbei. Nein. Ja, gut, dass dran vorbeilaufen war vielleicht ein bisschen praktisch jetzt, wenn man jetzt keine Waffen hat oder sowas. Ja, wenn man bauen wollte in Ruhe. Genau. Ja. Was jetzt aber auch noch dazu gekommen ist, ist ein Ressourcenproblem, ne? Also, was heißt, es ist Ressourcen interessanter geworden. Eher gefräßiger. Ja, sagen wir es mal so. Genau, wir brauchen jetzt echt eine Menge Ressourcen. Und leider auch, oder zum Glück, wie man es sehen möchte, auch von unseren Tierchen hier. Ja. So, da könnten wir jetzt natürlich zwei Dinge machen natürlich. Das erste ist, wir grasen alle Ebenen ab, die es gibt hier und hast nicht gesehen, und gehen durch jedes Biom, heißt doch so, ne? Mhm. Und schlachten uns da durch. Oder wir machen was? Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt so halte, das Kreuz, dann sieht es aus, als ob ich dich gerade dich auf stumm geschaltet. Ja, wir bauen was Größeres als dein Gatter da hinten. Ja, das auf jeden Fall. Also sowas. Ja, das Gehege, was wir da hinten haben. Das heißt also, wir brauchen, wie viele andere vor uns schon immer wieder was gemacht haben, einen Zoo. Ja, brauchen wir. Geht leider nicht anders. Kommen wir nicht drum rum. Genau, der Kollege Martin. Wir bauen einen Zoo. Genau, der Kollege Martin hat auch schon angefangen, einen Zoo zu bauen. Wir müssen das auch machen, aber es bleibt uns leider nichts anderes über. Nein, wenn wir die Ressourcen der Tiere wirklich voll ausschöpfen wollen, kommen wir nicht drum rum, einen Zoo zu bauen. Nee. Denn nur in deren, sage ich mal, natürlichen Umgebung. Hier fehlt schon wieder Steine. Gibt es die Möglichkeit. Bitte? Weil ich Wasser mitnehme. Ja, wir wollten Eis machen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Nee, ich nehme das mal weg hier. Wasser brauchen wir eh. Schneller. Oh. Zwei auf einmal, hahaha. So, jetzt machen wir mal hier die Löcher zu, sonst fahren wir uns schon. Ich wollte gerade sagen. So. Ja, jetzt ist die Frage, wo bauen wir denn diesen Zoo hin? Einerseits nicht so weit weg, andererseits. Nee, andererseits müssen wir was haben, wo Platz ist. Weil hier die Berge abtragen, glaube nicht, dass wir das wollen. Nee, das macht einfach das Bild weg. Dann können wir natürlich sagen, wir könnten hier bauen, ne? Oder weiter rein und da weiter bauen. Hier hinten ist ja jetzt noch, wo bist du? Da. Ja. Hinterm Canyon, also hinter dem Hügel beim Canyon. Ja. Könnten wir ja, ist eine bauen. Verdammt gute Frage, ne, wo wir bauen. Also wir könnten hier quasi anfangen und diesen Hügel hier mit abtragen. Wie hier ist. Ne? Oder den Hügel als erstes nehmen, weil wir haben ja auch Viecher, die auf dem Berg leben, ne? Ja, nur das Problem ist, du musst sie auch einzäunen, damit sie nie abhauen. Dann kannst du sie nämlich wandern lassen. Ja, das ist halt das Problem. Das ist wirklich gut. Also eigentlich ist diese Gegend hier doch ideal für, ne? Ja, nur du musst hier echt Terraforming betreiben, weil so wie sie ist, kannst du sie nicht lassen. Ich würde sagen, diese entweder aufbauen auf diese Ebene rauf oder auf die unterste Ebene runter. Oh Gott. Weißt du, wie viel du da abtragen musst? Ja, oder wir sagen oder uns... Oder da zutragen musst? Ja, gut, dass da zutragen ist nicht das Problem. Ja, obwohl wir können doch, weißt du was, warum machen wir nicht einen Hügelzoo? Wir fangen hier unten an mit der Basis, also sprich sowas wie Pixies und sowas, ne? Mhm. Wandern ein oder zwei Level hoch, ne?
und machen dann das nächste und dann so weiter, bis wir ganz oben sind. Muss dann trotzdem mal dementsprechend immer abtragen. Ne? Abtragen oder dazu bauen. Dann wäre der Zoo in der Nähe, ne? Und hinter diesem Berg. Und wir müssen uns dann darum kümmern, dass wir auch in diese Gehege dann reinkommen. Oh ja. Ja, ja, gut. Hä? Wo ist das Schwein? Weg. Das ist hochgeflogen, auch nicht schlecht. Ja, das gleiche Problem wie du gehabt, letztens. Und was ist hier? Jetzt mal eine andere Frage. Wenn wir jetzt hier vor unserer Mühle sind, auf der anderen Seite des Sees. Hier? Hier. Terraforming machen? Aber hier ist... Ja, das könnten wir machen. Ne? Dann haben wir... Dann könnte man das auch... Boah, das ist ja mal... Ey, das ist so eine geile Idee jetzt. Oh Gott. Und zwar hier das Ding wird so abfällt quasi, ne? Ja, da kommt aber noch ein paar Felder dazu. Ja, ja, ja. Ich würde mal sagen, ab hier so, ne, wird... Ja, mal gucken. Und auf jeden Fall können wir ja da drüben weiterbauen. Dann bauen wir hier eine Brücke über den Fluss. Welchen Fluss? Achso, gegenüber. Ja. Ah, ah, wie, wo ist das? In Duisburg? Ja, genau. Der Duisburger Zoo, wo nur kein Richtig. Fluss, sondern die A40 ist, ne? Oder welche ist das? Die A2. Das ist geil, die springen alle bei mir. Und hier dann halt rüberbauen, weil da können wir ja abtragen. Das ist ja egal. Und da können wir weiterbauen. Weil da könnten dann auch Leafies in den Bäumen und so weiter. Ich glaube, das ist die Idee. Warum brennen die noch nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wollt ihr nicht mal langsam... Ah. Huch, Höhle. Super. Nicht reinfallen. Ich glaube, das Einzige, was du nicht... ist die Sonne heller geworden? Nicht tamen musst, ist so eine Höhle. Sag ich doch. Nicht reinfallen. Aber auf jeden Fall diese bösen Viecher, ne, die brauchst du ja eigentlich nicht tamen, weil die gibt's en masse hier. Wäre das dann... Ich weiß es nicht, ich würde doch die normalen Tierchen nur tamen. Wäre das eine coole Idee, hier als Eingang zu machen? So hier so beginnen, dann hier so durch? Man kann es ja quasi so machen, dass man hier hinten anfängt. Wo willst du denn hinten? Hier. Weil wir brauchen verdammt viel. Wo bist du? Hier, wo mein Name hüpft. Ach da, da hinten anfangen? Ja. Und das dann halt irgendwie auf eine Ebene bringen hier. Also hier anfangen mit, weiß ich nicht, mit Pixie, dann Leafy oder Leafy da drüben und keine Ahnung was. Du hast also jetzt brauchen, verschiedene Leafys auch noch, die du auch noch brauchst. Eben. Und wir haben, du brauchst halt verdammt viel Gehege dafür, ne? Ja. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie groß sollen die Gehege werden. Also ich würde schon machen, hört sich jetzt doof an, aber wie Martin halt, 14x14. Echt so groß? Ja. Für ein Viech so groß? Wieso für ein Viech? Da kommt ja nicht nur eins rein, da kannst du ja 3, 4 reinsetzen. Ja gut, aber ist immer noch groß, 14x14. Ja, geht. Also ich habe jetzt eher an viel, viel kleiner gedacht. Ja, also ich würde 14x14 machen. Aber das sieht dann auch nach was aus. Also sprich 16er Seitenlänge immer, ne? Also 16, 16. Genau. Ich meine, wenn es doch so groß ist, können wir es ja immer noch kleiner machen. Ja, ich würde mal sagen, ich hole mal Erde. Und dann können wir mal ansetzen. Willst du hier schon mal einen abtragen oder willst du hier oben erst einen abtragen? Das entscheiden wir gleich, wenn ich wieder da bin. La 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 ins Lagerhaus. Erde holen. Ich geh weg. Einfach weg. Jawohl. Geh doch einfach weg. Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause? Ja, kennst du das nicht? Du alte... Nur, du kannst Punkt, nach Punkt, Hause Punkt. Gehen. Genau, du alte Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Chest. Hier könnten wir auch einen See machen. Ja, es gibt nur noch keine Wassertierchen.
Ja, das ist ja egal. Das wäre cool. Muss ja nicht, das kann ja für uns sein. Hier dieses. Ja, das stimmt. Wie heißt dieses Brewed Lava? Lava sag ich schon. Diesen Tümpel, weißt du? Der hat ja auch Pflanzen da drin. Ja, oder wir fangen echt hier an, tragen das hier so ein bisschen ab. Den hier abtragen und dann halt ab hier so darunter. Also ab hier so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, Mist, 15, 16. Okay, und dann 16 ab hier weiter hier runter, ne? Mhm. Oh, warte mal, halt, wovon, wo hast du gezählt? Hast du von dem hier gezählt? Von dem ersten Block an hier, von oder dem hier. Von dem hier, der abgetragen ist? Von dem. Okay, von dem. Das heißt also, ich gehe jetzt 16 Felder nach dahin. Mhm. Das heißt, ich habe hier jetzt mein erstes. Einen hast du schon, genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist nicht so groß. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hört sich groß an. 12, 13, 14, 15, also noch ein. 16. Und dann den Berg abtragen, ne? Mhm. Ich wusel mich erstmal so durch. Du bist ja auch schon daran, ich, ne? Ich bin auch am Rumwuseln schon. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Das heißt, wenn wir gleich aufeinander zustoßen... Dann wissen wir, sind wir richtig. Ah, ich habe die schon... Ich habe schon deinen Windstoß gesehen. Da ist er. Hallo. Hallo. Okay, und jetzt... Weg mit dem Berg. Richtig. Weg mit dem Berg. Ja, manchmal muss man auch weg, was muss weg. Gebaut eben. Sehen, damit man auch die eigentliche Relation sieht. Ne? Ja, aber das ist nicht wirklich groß. 16 mal 16 hört sich nach viel an. Aber wenn du das nachher siehst, ist das recht klein. Halt, warte mal. Hm. Achso, hier. Was nehme ich denn hier? Schwebende Gras ist cool. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Nee. Ich ziehe jetzt mal hier einen weg. Und ich ziehe jetzt hier mal einen weg, damit ich einen Anhaltspunkt habe, sonst weiß ich nicht, wo das ist. Danke. Dass manche Blöcke einfach stehen bleiben müssen. Und erst dann später verschwinden. Ja. Das sind Mobbing. Blöcke. Blöcke. Von das Mobbing-Spieler da. Hallo. Ja, und so wieder mal ein bisschen Terraforming. Hatten wir ja schon lange nicht mehr hier. Nee, das stimmt. Obwohl das große Terraforming haben sie alle gar nicht mitgekriegt. Das war ja auf einmal da. Stimmt. Obwohl, das kommt dem schon sehr nah. Ja, das kommt dem schon sehr nah, das stimmt. Ja, das wird sehr, sehr viel Terraforming, was ihr jetzt machen müsst. Ja, mein Gott, ist halt so, ne? Aber es gehört dazu. Das ist ja nochmal das... Ja, eben, es gehört halt dazu. Das ist wie bei dem anderen bösen Spiel. Hast du dir hier eine Markierung gesetzt? Nee, ne? Nee. Wo war das? Warte. Hier, ne? Hier. Das ist die Außenwand jetzt. Also da drin. Ja, nee, ich würde das setzen. Jetzt auch nicht... Ich habe ja da... Siehst du hier? Achso, ja, dann macht dann... Dann kann man das so, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Oh, ich hasse es, wenn es ruckelt beim Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, du bist auch 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Huch! 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Okay, hier 10, ist. 11, 12, hin. 13, 14, 15, 16. Kommt hin. Hier ist ja, auch, wenn ich jetzt hier durchziehe, also hier ist auch 16. Ja, da auch. Hier auch. Das ist 16. Bis hierhin. Ne, kann ja nicht. 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und du bist Nummer 16. Ja, aber die Länge passt nicht. Hast du nicht 16 mal 16 gesagt? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, das sind bei mir 18 hier. Ups. Ja, das sind 18, genau. Wo sind bei dir 16? Hier, wo ich die Linie reingezogen habe. Hinten, wenn du hinten guckst. Also hier. Das ist 16. Also von dort bis hierhin ist 16. Genau, und das hier ist zu viel. Das war zu viel. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ja, ist ja nicht schlimm. Es ist ja noch nicht gebaut. Genau. Das ist ja erstmal nur ein. Besser jetzt als später. Eben. Willst du das hier wegmachen? Oder nur die eine Ebene? Ich bin am überlegen, ob wir das nach unten bauen. Erstmal, um zu gucken, wie wir das dann im Endeffekt aufbauen. Müssen eh gucken, wie wir das bauen, weil Martin hat das ja so geil mit seinem Steg da, mit seinem Hafen verbunden. Ja. Das haben wir ja nicht, wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. Na ja, gut, okay, das ist ja das. Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir dementsprechend hier nach unten bauen, ne? Mhm. Dass du hier eben ehrlich die Zäune hast und dann halt so ins Gehege reingucken kannst. Ja, das ist oben. Cool, das ist eine also so ein Idee. Tiefer gelegtes Gehege. Ja, genau, das Gehege um, weiß ich nicht, 40 mm tiefer legen, bitte. Also, dann heißt, wir haben hier, wo diese, ne, das hier. Also ich setze hier mal nochmal Erdblöcke hin, jeweils an die Ecken. Da kommen die Mauern hin. Ja, wenn ich jetzt, pass auf, da können wir gleich die Ecken. Also alles, was halt innen drin ist, kommt dann halt weg. So, pass auf. Na, also hier so das hier. Ja, ich mache eine andere Markierung, dann können wir mit dieser, so, weg. Okay, ja, passt. Wie tief sollen wir bauen? 4 am besten, ne? Ja, müssen wir. Wie hoch können die springen? Also wir können 2 Felder hoch springen. Also 2 Blöcke. Und dann denke ich mal, dass die das genauso gut können. Mindestens 3 tief machen. 1, 2. Ne, sorry, also 4 tief ist, glaube ich, ganz gut. Also wir haben jetzt hier 2 tief. Das heißt nochmal 2 runter. Aber das können wir in der nächsten Folge gerne machen, wenn der Herr Kollege dann einverstanden ist. Hat der gewimmelt? Nö, bin ich nicht, Kein Bock. Ja, okay, also. Seid gespannt, wie es weitergeht mit dem Terraforming, was wir hier vorhaben und wie unser Zoo aussehen wird, wenn wir damit fertig sind. Was ist denn das da oben? Achso. Hä? Irgendwie passt das jetzt nicht mehr. Warte, das muss ich jetzt nochmal. Das passt. Das ist aber jetzt hier richtig. Jetzt bin ich im richtigen. Ich war in der falschen. Jetzt bist du im richtigen Spiel. Genau, jetzt bin ich endlich beim richtigen Spiel. Ja. Auf jeden Fall liked es, abonniert uns, nicht vergessen und so, kommentiert es und habt ihr alle gesehen. Ja, ne, hab ich was vergessen? Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.